Zurück zum Hauptbahnhof. Schon ab den 2000er Jahren dominiert fast nur noch der Regionalverkehr. Das Einheitsrot wird nur durch die Citybahnzüge aufgelockert. Von hier aus werden die Bahnsteigansagen für viele Bahnhöfe in der Region gemacht. Diese Ansage ist für Flöha. Meine Damen und Herren, am Gleis 1 fährt ein Regionalbahn aus Neuhausen zur Weiterfahrt nach Chemnitz Hauptbahnhof. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Der Regionalzug nach Zwickau ist eingetroffen. Der Doppelstock-Steuerwagen ist der erste neue nach der Wende gewesen. Die anderen Wagen stammen noch aus DDR-Zeiten. Seit 2002 ist die Erzgebirgsbahn, eine Tochter der DB, im Rennen. Zu den ersten Zielen gehört Aue. Den Außenbahnsteig gibt es heute nicht mehr. Für kurze Zeit ist Chemnitz sogar ICE-Station. Ab 2001 sind ICE-TD zwischen Dresden und Nürnberg unterwegs. Das kurze ICE-Intermezzo endete mit dem Jahrhunderthochwasser im August 2002. Dazu kommen technische Probleme mit den Neigezügen. Als Ersatz werden 612 auf der Sachsen-Franken-Magistrale eingesetzt. Kurios ist die Fernverkehrsfarbgebung. Innen hat sich bis auf Platzreservierungsmöglichkeiten nichts getan. Wegen technischer Probleme wird im August 2004 der 612-Betrieb eingestellt. Es übernehmen lokbespannte Züge. Heute fahren wieder 612, allerdings nur noch zwischen Dresden und Hof. Keine Rolle mehr spielt der Güterverkehr. Nur noch wenige Züge erreichen die Stadt. Eine 185 von SETG hat einen Leerzug nach Chemnitz gefahren. LZ macht sie sich wieder auf den Rückweg. Auch dieser Zug ist eine Einzelleistung.
Zu den Erfolgsgeschichten im Chemnitzer Raum zählt die Citybahn. Ein Regio-Shuttle ist auf dem Weg nach Hainichen, hier auf dem Barebach-Mühlenviadukt. Die Fahrgastzahlen der City-Bahnzüge sind auf einem hohen Niveau. Im Stundentakt wird die Strecke Hainichen-Chemnitz bedient. Auch die Fahrzeiten können sich sehen lassen. Von Hainichen bis Chemnitz sind es 29 und von Burgstedt aus nur 16 Minuten. Doppelausfahrt mit der Straßenbahn nach Alt-Chemnitz. Die Roten von der Erzgebirgsbahn sind ebenfalls bemüht. Dieser Desiro fährt im Stundentakt nach Olbachau-Grüntal. Das nördliche Gleisvorfeld ist im Sommer 2015 frisch saniert. Bereits eingebunden ist der Anschluss für den zukünftigen Ausbau des Chemnitzer Modells. Wieder ist ein Regionalexpress eingefahren. Der Doppelstock-Wendezug ist nach Hof unterwegs.